In einer Winternacht bei Temperaturen unter 0 Grad wird auf einer abgelegenen Straße ein Gefangenentransporter angegriffen. Polizist Martin, der am Steuer des Wagens saß, überlebt und verschanzt sich in der Kabine des Fahrzeugs. Während die Gefangenen im Van nach Wegen suchen, ihn zu töten und zu fliehen, droht auch weiter Gefahr von außen. Denn der mysteriöse Angreifer scheint fest entschlossen, einen der Gefangenen zu befreien und alles zu erledigen, was sich ihm in den Weg stellt. Martin muss um sein Leben kämpfen und bald feststellen, dass er dies nur tun kann, wenn er seine eigenen bisherigen Prinzipien über Bord wirft. In diesem Sinne heiße ich euch herzlich willkommen zu meiner neuesten Review auf dem Kanal oder auf diesem Kanal Film Review Channel mit dem heutigen Film Pajotero, im Englischen Below Zero mit dem deutschen Beititel und auch übersetzt Unter Null. Ist eine Netflix-Produktion, die es schon seit dem 29. Jänner 2021 auf Netflix anzusehen gibt und hat eine Netflix-Altersempfehlung ab 16 Jahren. Und der Grund, warum ich mir diesen Film angesehen habe, lag eigentlich nur an den Hauptdarsteller, nämlich Javier Corderas, falls ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Denn letztes Jahr hat er in einer anderen Netflix-Produktion als Hauptdarsteller mitgewirkt und dieser Film hat geheißen Dein Zuhause gehört mir und der hat mir wirklich sehr gut gefallen, wobei ich diesen Hauptdarsteller schon in einem anderen Film zuvor schon mal gesehen habe, nämlich in Mörderland. Ja, und das war der Grund, warum ich gesagt habe, oh, Pajotero, ein spanischer Krimi-Action-Thriller, das möchte ich mir geben. Das sehe ich mir definitiv an und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist kein Meisterwerk geworden, aber er ist definitiv oberen Durchschnitt. Warum und wieso und wo seine Schwächen und Stärken sind, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Gehen wir Schritt für Schritt den Film doch einmal durch. Und ich muss sagen, dass der Hauptdarsteller Javier Corderas, wie gesagt, einer ist, der kann definitiv so einen Film tragen und der hat immer so etwas bei seinen Filmen, wo ich sage, das ist etwas, das hat nicht ein jeder. So einen gewissen Charme, so etwas Herzliches, aber doch etwas Gefährliches. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der bleibt einem im Kopf, meiner Meinung nach. Und auch der restliche Cast geht soweit in Ordnung, auch wenn manche handlungssträngende der Charaktere etwas unlogisch sind, etwas stümperhaft sind, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gab so zwei, drei Momente in diesem Film, wo ich mir gedacht habe, das fand ich jetzt ein bisschen eigenartig und ein bisschen unlogisch und ein bisschen unrealistisch, aber sei es drum, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Charaktere bzw. die Schauspieler passen und auch ziemlich gut funktionieren. Punkt Nummer 2, die Story, ich habe es gerade vorgetragen, meiner Meinung nach eine relativ simple Story, die im Großen und Ganzen auch gut umgesetzt worden ist, aber durch die Charaktere, was sie so durchmachen, wie sie handeln und welchen Instinkten sie folgen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das etwas, das hängt zwischendurch immer mal wieder. Ja, es gibt so einige Passagen, vor allem, wenn ich jetzt da gegen Ende hingehe, ohne jetzt zu spoilern, wenn ich einfach nur sage, Wasser, vielleicht ist das etwas, womit ihr was anfangen könnt, wenn ihr den Film gesehen habt. Das fand ich irgendwie etwas zu, weiß ich nicht, so, zu unrealistisch, etwas zu dämlich und etwas zu stümperhaft. Und zwischendurch lässt der Film etwas zu viel Luft aus, wo ich sage, da bin ich so für ein paar Momente etwas leicht ausgestiegen bei diesem Film. Aber im Großen und Ganzen, die Action ist meiner Meinung nach okay, die Spannung ist in meiner Meinung nach auch ziemlich gut geworden. Und es schwächelt hin und wieder mal in diesem Film. Und da hapert es nicht, wie gesagt, an die Charakteren, was ich schon vorher erwähnt habe, sondern ich glaube eher an das Drehbuch, das gewisse Sachen etwas zu salopp umgesetzt worden sind. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, von der Story her, das geht in Ordnung. Die Musik ist auf Spannung gemacht, das ist ebenfalls weder positiv noch negativ, finde ich ehrlich gesagt mehr passend. Und die Kamera, und da muss ich auch ehrlich sagen, die sieht nicht wirklich wertig aus. Ich bin mir zeitenweise oder zum Großteil vorgekommen, als würde ich hier eigentlich eine gute TV-Produktion sehen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, von der Qualität her wirkte der Film zu 80% einfach nur wie so ein, keine Ahnung, wie eine TV-Produktion. Das fand ich eher ein bisschen schwierig, beziehungsweise etwas schade, aber nichtsdestotrotz scheitert das dem Film nicht wirklich stark, aber die Qualität, ja, wie gesagt, da habe ich mir schon ein bisschen gedacht, okay, ja, warum nicht, finde ich ein bisschen schade, aber ja, sei es drum. Die Effekte sehen soweit in Ordnung aus. Auch nicht etwas, wo ich sage, da glänzt jetzt dieser Effekt großartig heraus oder dieser. Die sehen meiner Meinung nach im Großen und Ganzen auch ziemlich
okay aus. Und so muss ich sagen, dass Pajutera für mich ein Film geworden ist mit dem Hauptdarsteller Javier Corderas. Der kann den Film tragen. Es ist eine simple Story, die im Großen gut umgesetzt worden ist, der aber definitiv Schwächen bei den Charakteren hat, wie sie handeln, wie sie tun und zwischendurch auch die Story etwas, wie soll ich sagen, etwas lahmlegen, weil der Film nicht wirklich vorwärts kommt. Und da sind die 106 Minuten zwar zu 80% relativ kurzweilig, weil der Film ist spannend und hat seine Action und hat auch eine gewisse Brutalität, vor allem gegen Ende hin, aber im Großen und Ganzen nichts, wo ich sage, das ist ein absolutes Meisterwerk. Er geht für mich in Ordnung, er ist für mich oberer Durchschnitt und das heißt, er bekommt von mir in seinem Genre 6,5 von 10 möglichen Punkten und auch insgesamt ein Film bekommt die gleiche Wertung, nämlich 6,5 von 10 möglichen Punkten. Das ist ein Film, den kann man sich definitiv mal ansehen, der ist nicht schlecht geworden, aber da wäre mehr drinnen gewesen. Das wäre wirklich, wenn er diese paar Schwachstellen anders umgesetzt hätte, dann wäre dieser Film wirklich ein Kracher geworden. Das, wo ich sage, ja, für Anfang des Jahres so ein Krimi-Action-Thriller aus Spanien, das wäre wirklich ein Kracher geworden. Aber das ist es nicht, aber der Film ist ja definitiv nicht schlecht. Habt ihr schon Pajutero gesehen? Dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Und was ist eure Meinung zu dem Film? Lasst uns ein bisschen in die Kommentare diskutieren. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten und nicht vergessen, wenn ihr keine Reviews mehr verpassen wollt, abonnieren, Glocke drücken, Daumen nach oben würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.